Hi, es ist wieder Freitag und ja, ich bin an der Reihe. Thema der Woche ist die Mastektomie und ja, wo man es machen kann, wie man es machen kann. Ja, also ich werde jetzt nur von den großen Schnitten irgendwie erzählen, weil die kleinen Schnitte kamen für mich nie in Frage, aufgrund einfach meiner Ausgangslage. Da gab es auch gar nichts zu irgendwie diskutieren. Ja, ich habe meine Mastektomie schon hinter mir, jetzt sind es genau seit heute 8 Wochen. Das bedeutet, ja, seit ein paar Tagen sind auch wirklich komplett alle letzten Fäden weg und Kruste auch und so weiter. Und ja, jetzt kann ich wieder anfangen, Sport zu machen. Ja, ich war selber beim Professor Dr. Schwarz in Rheinbeck, also näher von Hamburg. Und ja, was ich davor alles getan habe, um dahin zu kommen, war halt natürlich auf jeden Fall die Krankenkasse. Praktisch ja, die Anfrage schicken, ob die Kosten übernommen werden. Das war bei mir auch wirklich so ein riesen Chaos, weil die Leute, die dort gearbeitet haben, ich hatte alles weggeschickt und habe auch ein Okay bekommen, dass alles angekommen ist. Und ja, dann habe ich ganz hart gewartet, weil mittlerweile haben die auch eine Frist. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die jetzt nochmal war, aber ja, wann praktisch dann das MDK dann sagen muss, ob das jetzt klar geht oder nicht. Und ja, das war schon längst überschritten. Und ich habe dort halt angerufen, mir wurde halt gesagt, dass es das noch nicht da ist. Und weil ich hätte den Termin früher haben, viel, viel früher haben können als geplant. Da ich einfach gesagt habe, ich bin da irgendwie flexibel und da hat mich das Krankenhaus angerufen. Ich hätte es eigentlich schon am 31. Dezember haben können. Ja, und dann meine Krankenkasse meinte der Typ dort, nee, das wäre noch nicht da. So, und ich natürlich abgesagt und wieder den alten Termin genommen. Und dann, ja, habe ich dann irgendwie einen Monat später dann nochmal angerufen, weil das dann nochmal so lange gedauert hat. Und dann hatten dann eine Dame war dran und meinte dann, ja, wer schon längst da ist, einfach nicht abgeschickt worden. Und das auch schon seit ein paar Monaten. Und war natürlich super, hätte ich natürlich die Mastek früher haben können. Deswegen nächstes Mal, oder wenn ihr dann dabei seid, wirklich dann vielleicht mal öfters anrufen, wenn es dann doch wirklich zu lange dauert, weil ja, ich habe es auch ein bisschen schleifen lassen und hatte dann wie andere Sachen zu tun. Ja, hätte ich, glaube ich, irgendwie da ein bisschen mehr Druck machen müssen. Auf eine freundliche Art und Weise. Und ja, dann bevor ich überhaupt die Kostenzusage dann geschickt habe, habe ich natürlich auch Vorgespräche gehabt. Ich habe einmal in Düsseldorf war ich und ja, dann halt in Hamburg beim Dr. Schwarz. Und in Düsseldorf war ich schon einmal vorher einen Kollegen besuchen, der dort die Mastek machen lassen hat, die kleinen Schnitte. Und ja, die Ergebnisse dort sind für kleine Schnitte, finde ich, ziemlich gut. Wäre ich wahrscheinlich auch hingegangen. Es war einfach nur so, dort, also in der Empfangshalle, die Toiletten von dem Krankenhaus, die waren so verdammt dreckig. Das ist, also sah schon wirklich wochenlang nicht geputzt aus. Irgendwie, der Boden war irgendwie total staubig und da hat mich da schon einiges zu denken gegeben, weil in einem Krankenhaus sollte, auch wenn es der Empfangsbereich ist, definitiv sauber sein, weil wenn gutes Wetter sind, die Patienten, die gehen raus spazieren, müssen dann, schaffen es nicht bis hoch zu ihrem Zimmer an der Toilette und gehen natürlich auch dort und das muss halt definitiv ja, absolut sauber sein. Und ich habe mich aber desto trotzdem ein Vorgespräch dort machen lassen und habe dann auch, ja, das Vorgespräch war reine Patientenabfertigung. Wurde zwar natürlich gesagt, so wie was gemacht wird, bla blub, und wurde auch was gezeigt, Bilder und so weiter, und Risiken wurden auch angesprochen. Muss aber sagen, dass es war okay, absolut, es war nicht irgendwie negativ, aber ja, dann wollte ich mal gucken, wie es halt in Hamburg ist, und dann bin ich nach Hamburg gefahren mit meiner Mutter, und das war halt einfach ein ganz, ganz anderes Klima. Also, das ganze Krankenhaus war viel, viel freundlicher. Ja, bis ich überhaupt dann da hingefunden habe, wo das Vorgespräch geworden ist, das war auch irgendwie, ja, das Krankenhaus alleine war irgendwie
freundlicher, fand ich. Das Vorgespräch war auch total klasse mit dem Dr. Schwarz selbst persönlich. Ja, einfach total sympathisch, wie er was erklärt hat, wie er was aufgeklärt hat an Risiken, wie er meine Fragen beantwortet hat. Alles Mögliche und selbst meine Mutter, die ganze Zeit einfach Angst um mich hatte, hat gesagt, dass sie diesem Arzt vertraut und das war einfach auch einfach der ausschlagende Punkt, dass ich mich einfach da wohlgefühlt habe. Und weil das ist halt auch immer, finde ich, eine Vertrauenssache. Ich war vorher noch nie operiert worden und dann das Vertrauen, jemanden zu geben, der an seinem Körper da rumwerkelt, das muss halt irgendwo stimmen. Und ich glaube, auch wenn mir die Ergebnisse beim Dr. Schwarz wirklich am besten gefallen haben von allen Ärzten so hier in Deutschland, wenn der total unsympathisch gewesen wäre, wäre ich da auch nicht hingegangen. Und ja, nee, aber hat sich alles wirklich so, das war total super. Und selbst auch, ich musste mich halt dann ja Oberkörper frei machen, um zu gucken, wie es halt ausschaut. Und das ging auch total irgendwie, ja, war gar kein Problem. Also da habe ich mir irgendwie gar keine Gedanken drüber gemacht, obwohl das, glaube ich, ich sagen muss, glaube ich, die erste Person, na okay, die zweite Person, die mich Oberkörper frei gesehen hat. Ja, nee, war absolut in Ordnung. Und ja, und was mir halt wichtig war, dass halt, also bei den großen Schnitten kann es halt passieren, dass die Narbe in der Mitte auch zusammenläuft. Und klar, wenn es passiert wäre, ist es halt passiert, kann man nicht ändern. Aber ich habe halt gehofft, dass es nicht so passiert. Und er meinte im Vorgespräch schon, dass es unwahrscheinlich ist, weil das hat halt viel damit zu tun, hat nicht mit der Ausgangslage an sich zu tun, weil ich hatte recht viel, sondern wie die beiden Dinger nahe sind oder nicht. Und wie viel Überschuss an Haut man hat. Und er meinte dann zu mir, das müsste eigentlich funktionieren, dass das nicht passiert. Ist auch nicht passiert. Und ja, dann bin ich halt, hatte ich im, warte mal, was war am 13. März? Nee, April, Februar, Februar. Am 13. Februar hatte ich dann meinen Mastektamin und eine Woche vorher haben die mich dann. Nee, Quatsch, ich hatte die am 17. den Termin. Eine Woche vorher haben die mich angerufen, dass ein Notfall reingekommen ist. Ich bin schon total Panik ausgebrochen und die konnten mir dann Gott sei Dank dann den 13., also ein paar Tage früher, geben. Was mich dann wiederum gefreut hat und ich Gott sei Dank flexibel genug war. Und mein Chef vor allem auch. Das war sehr, sehr gut. Ja, dort angekommen, ja, wieder total freundlich, die Schwestern sind total freundlich, also, und ich hatte vor allem, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich hatte auch, ja, einen anderen Transmann, den ich schon übers Internet und über YouTube kannte, ja, dort in meinem Zimmer am Anfang und ich muss ein riesen, riesen Dankeschön an dir, zu dir sagen, weil du hast da irgendwie total die Nervosität und alles genommen, das war verdammt gut und ja. Total klasse, dass ich da mit denen ins Zimmer gekommen bin. Und ja, das hat sehr viel geholfen. Bin auch direkt morgens bei der OP-Tag dann dran gekommen. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken an dem Tag. Und ja, schon wurde ich eigentlich auch schon reingefahren und war ja praktisch, wo ich auf die andere Liege dann versetzt wurde. Das durfte ich selber machen. Da war irgendwie auch jemand, der wusste, was ich für eine OP haben werde. Später dann, als die ganzen ja, Nadeln gesetzt wurden, waren so zwei Typen. Der eine wusste, was los war. Der hat dann auch vor sich mit der Decke dann, dass es irgendwie nichts aufgedeckt wird, ja, versucht da rumzuhantieren und der andere nicht. Und der musste dann erstmal aufgeklärt werden, dass ich jetzt nicht eben mal wegen irgendwas jetzt die Decke von meinem Körper weggerissen wird. Es war ein bisschen doof, aber das ging dann auch klar. Und ja, später, als dann halt praktisch Narkose dann in mir eingeflößt wurde, war ich sofort weg. Und ja, später dann beim Aufwachen nach der OP war es halt, ja, man ist halt mega müde, kaputt, schlapp, man kann nicht wirklich denken. Ich bin wirklich immer nur sekundenweise irgendwie aufgewacht im Zimmer und das Einzige, also ich kann mich auch wirklich nicht mehr wirklich daran erinnern. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es ein bisschen horrormäßig. Meine Mom war halt auch die ganze Nacht dann da und die hat dann, um sich Langeweile zu vertreiben, dann gestrickt.
Das war halt irgendwie dieses Geräusch von diesen Nadeln. Das ist das Einzige, woran ich mich so irgendwie erinnern kann. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten, deswegen, also wenn ihr Mütter dabei habt, die stricken, die sollen es am besten an dem Aufwachtag dann lassen. Und ja, ansonsten danach, also oben hatte ich wirklich, ich habe die Hüste mitmachen lassen, oben hatte ich so gar keine Probleme mit Schmerzen. Von der Bewegung ist man halt natürlich eingeschränkt, da lernt man halt dann auch irgendwie damit umzugehen. Keine Ahnung, wenn das Kissen verrutscht ist, beugt man sich nach vorne, wirft es nach hinten, mal gucken, ob man trifft und geht wieder zurück. Solche Sachen muss man sich dann überlegen oder halt den Zimmernachbarn fragen, weil beim Schwarz ist das so, dass man meistens im Zimmer halt irgendwie abwechselnd ankommt. Das heißt, die Person, die schon da ist, die hat die OP so vor 2, 3 Tagen gehabt. Deswegen ist das immer im Wechsel. Also einer kann geholfen, also man kann sich eigentlich gegenseitig helfen. Und ja, ansonsten, und aber ich muss sagen, ich habe die Hysto sehr, sehr unterschätzt. Also da habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig informiert, was man danach für Schmerzen haben kann. Das tat schon ordentlich weh und mein Bauch war so angeschwollen, also 3-4-fache Größe. Meine beste Freundin hat auch gesagt, also die war dann auch da, ja, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilo zugenommen. Also es war nicht schön, ging aber Gott sei Dank alles weg. Und an sich bin ich mit dem ja, Ergebnis eigentlich zufrieden. Bis auf der eine, ja, man will dann mit Brustwarze, die Brustwarze ist nicht mehr vorhanden. Ich habe unten drunter einen Hubbel, ich bin, frage mich, ob das vielleicht die Brustwarze war und die einfach nach unten gerutscht ist, keine Ahnung, weiß es nicht. Da wollte ich auf jeden Fall dem Dr. Schwarz nochmal irgendwie ein Bild zuschicken, dass er mir sagen kann, was da passiert ist. Aber ansonsten, also ich kann es auch mal zeigen, Moment. Ja, jetzt kann ich es auch mal zeigen. Wo ist mein Ergebnis? Ja, ich habe hier so ein paar Dehnungsstreifen, die waren schon vorher da, kann man halt nicht ändern. Der Großteil ist gerade weggekommen davon. Ja, Narben sind nicht ganz auf einer geraden Linie, wenn man so sieht. Weil ja, vorher die Ausgangslage, die war halt auch schräg, schief, nicht symmetrisch. Kann man halt nicht viel dran machen, das war mir auch schon klar. Ja, ist halt. Bis jetzt sehen die Narben noch ganz okay aus. Mal gucken, was sich so noch ja, verändert. Ja, ansonsten, das kann ich auch zu sagen. Ich bin beim Dr. Schwarz sehr glücklich gewesen. Klar, bei jedem Arzt hat man irgendwie immer mal wieder irgendwelche Leute, die halt irgendwie nicht so gutes Ergebnis herbekommen. Das kann immer wieder passieren, auch beim Dr. Schwarz, das natürlich auch. Hat auch natürlich auch viel mit dem eigenen Körper zu tun, weil der reagiert immer komplett anders. Sei es Narbenbildung, sei es irgendwie, ja, das praktisch auch, also als nach der OP war hier komplett alles flach, jetzt ist es nicht ganz so flach, hier ist so ganz kleines, ja, von den Narben so ein bisschen angehoben, wenn ich die anspanne, ist es wiederum weg. Also mal gucken, wie es in ein paar Monaten aussieht und, ja, man darf halt nie bedenken. Also es ist halt ein Körper, es ist nicht irgendwie ein Gegenstand, wo man irgendwas baut, sondern da weiß man nie, wie er genau reagiert. Und in der OP wird auch nochmal, glaube ich, einfach auch vieles entschieden, warum da mal vielleicht irgendwie ja, ein Hubbel drin ist oder was auch immer. Es hat meistens immer Gründe oder und so weiter. Und ja. Was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist meine eigene Meinung, zu Ärzten gehen, die fast keine Erfahrung haben mit der Mastektomie. Und eher, ja, krebskranke Frauen, die Brust abmontieren lassen und dann auch sagen, sie machen auch eine Mastektomie bei Transmännern. Das würde ich nicht tun, definitiv nicht, weil es hat einfach auch einen riesen ästhetischen Grund und auch vor allem auch Schmerzen. Also ich habe bei Leuten, die schlechte Ergebnisse haben, die hatten auch nach der OP sehr viel mehr Schmerzen als bei Leuten, bei denen das gut aussah. Ja, Narbenpflege. Komm, mein Video wird viel zu lang. Ich wollte halt einen Termin beim Hausarzt machen und damit ich die Überweisung zum Hautarzt bekomme. Weil die dann, denke ich, mir dann noch ein bisschen besser unterstützen kann im Moment. Benutze ich einfach nur Ringelblumensalbe, um das halt nicht irgendwie trocken, ja, dass es nicht trocken wird, auch bei den Brustwarzen und so weiter. Und unten bei der Histo bin ich gerade probieren, ich habe so ein Narbengel von DM,
Das probiere ich gerade aus und gucke, ob ich da irgendwie nicht allergisch darauf reagiere, weil das kann natürlich auch passieren. Und wenn da unten wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn ich da irgendwie, wenn das erstmal doof aussieht, dann probiere ich erstmal unten rum und probiere es dann halt dann oben, wie es dann wirklich ja, gut ist. Dann wünsche ich euch noch einen super schönen Tag bei dem guten Wetter. Ciao.